Was geht ab, Leute? Ich bin's Alex und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich stelle euch heute mal wieder meine Community Challenge vor. Ich habe die mega lange nicht mehr gemacht und ich hatte einfach mal unnormal Bock wieder da drauf. Falls ihr nicht wisst, was das ist, da schickt ihr mir eure coolsten Outfits und ich suche mir von den ganzen Einsendungen die 10 besten aus und liste die von dem schlechtesten Outfit bis zum besten auf, wobei das schlechteste Outfit natürlich nicht schlecht ist, sondern ist trotzdem sehr, sehr cool. Falls ihr sowas eben öfters sehen wollt, dann liked auf jeden Fall das Video mal ganz kräftig und lasst es mich mit einem Kommentar wissen und abonniert mich auch auf jeden Fall auf Instagram, weil ich kündige das eben auf Instagram immer an, wenn ich so ein Video mache, damit ihr mir dann die Outfits schicken könnt. Also, falls ihr Bock habt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. So, ich fange jetzt auf jeden Fall mal mit dem ersten Outfit an. Falls ihr wissen wollt, ob euer Outfit dabei ist, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Der Gewinner kriegt auch ein dickes Shoutout, weil sonst wäre die Challenge ja auch ein bisschen unnötig und es soll ja auch irgendwie cool sein und auch etwas für euch bringen. Das erste Outfit, was ich euch vorstelle, finde ich einfach sehr, sehr cool, weil es ein schlichteres Outfit ist. Ich fange mal mit der Jacke an. Die Jacke ist von BALR, also Baller. Das ist halt so eine Fußballmarke. Sieht meiner Meinung nach aber ganz gut aus, erinnert mich ein bisschen an die Kappa-Jacken und finde ich auf jeden Fall mal eine coole, schlichte Jacke. Sein T-Shirt und seine Hose kommen von Elias Rummels, also auf jeden Fall einfach ganz schlichte T-Shirts und eine ganz schlichte Hose. Sieht aber zum ganzen Outfit gut aus, weil es ja auch ein bisschen schlichter sein soll. Und seine Schuhe sind eben Stan Smith, die das ganze Outfit einfach nochmal ein bisschen abrunden. Warum ich das Outfit gewählt habe, liegt einfach daran, weil ich meistens so schlichtere Outfits fast besser finde als so andere. Ich finde ausgefallene Outfits noch mega cool, aber ich finde, dass nicht solche Überhype-Outfits unbedingt immer sein müssen. Das Bild ist natürlich auch mega gut, weswegen ich das auch ausgewählt habe, weil ich finde, zum guten Outfit gehört irgendwie auch ein Bild. Also, nur dass ihr wisst. Ach ja, und seine Uhr ist eine Apple Watch, also das nochmal zu dem. So, weiter geht's dann mit einem Outfit, was ich auch gewählt habe, weil das Bild meiner Meinung nach sehr, sehr cool war, aber auch, weil das Outfit mal wieder ein schlichtes, trotzdem aber gutes Outfit ist. Und zwar hat er ein Crewneck von Stone Island an, der meiner Meinung nach einfach gut und schlicht aussieht. Seine Hose kommt von Weekday, die halt einfach auch perfekt zum Outfit passt und jetzt irgendwie nichts Besonderes ist. Und seine Schuhe sind eben die Nike Air Press, so in der Kollabo mit Akronym, die dem ganzen Outfit nochmal so ein bisschen den Kick geben. Ich finde, es wäre zu basic gewesen, hätte er jetzt noch irgendwie Stan Smith oder sowas angehabt. Deswegen finde ich, sind die Schuhe auf jeden Fall sehr wichtig bei diesem Outfit. Auch das Gelbe gibt noch mal so ein bisschen den Twist und den Kick zum Outfit. Und ja, deswegen finde ich es ganz gut und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten. Langsam finde ich es ein bisschen schwer, welche Outfits ich wie einreihen will, weil die alle sehr, sehr gut sind. Ich mache jetzt aber mal mit einem Outfit von den lieben Florian weiter. Und zwar trägt er den Supreme Box Logo Hoodie von der Fall Winter Season 2017, der einfach mega cool auf dem Bild aussieht. Und das Gelb von den Hoodie gibt den Outfit einfach so, die, wie eben schon bei den anderen, so einen gewissen Twist. Dann trägt er eine ganz schlichte Jeans, die meiner Meinung nach auch gut zum Outfit passt. Und das Outfit wird dann abgerundet mit den Jordan 1 Shadow, die einfach halt perfekt zum Outfit passen und halt ein cooler Einser ist, den man eigentlich immer tragen muss. Und ja, ich finde das Outfit einfach sehr gut, sieht schlicht aus und ist auch ein bisschen Hype mal drin. Und ja, so, kommen wir jetzt zum nächsten Outfit, was ich auch gewählt habe, weil die Location mega cool ist, aber er trägt natürlich auch coole Sachen auf dem Bild. Falls ihr euch daran erinnern könnt, als wir bei der Store-Eröffnung von Vaditim waren, waren wir da mit Ari Petru, Freundin von Ari Petru, Leon Breiden, Jonathan Weise und ich weiß nicht wen noch. Auf jeden Fall wurden wir da rausgeschmissen. Ich blende euch das Video einfach mal ein. Ist ganz lustig. Kommen wir jetzt aber auf jeden Fall mal zum Outfit und zwar trägt er einen Supreme Hoodie, der einfach ganz schlicht ist und ganz gut aussieht. Steht natürlich aber fett Supreme drauf. Dann trägt er eine Supreme Shoulderbag, eine schwarze, ich glaube EPTM Hose, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die hat eben auch den Streifen drauf und dazu Yeezy 700. Das ist mal wieder ein bisschen mehr so ein Hype-Outfit, also auch diese EPTM Jogginghosen, ein Supreme Hoodie, Supreme Shoulderbag und dann eben Yeezy 700 sind halt einfach so Hype-Sachen. Dennoch muss ich sagen, dass ich finde, dass das Outfit gut ist, weil es halt einfach auch schlicht gehalten ist und jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, einen pinken Supreme Hoodie, dann eine rote Schulterbag und. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, deswegen finde ich das Bild auf jeden Fall auch sehr cool und natürlich die Location ist mal wieder der Hammer. Also das ist ein sehr gutes Bild. Eine Sache, die ich noch nicht so gerne mag, ist, dass er eben so seine Hand vors Gesicht hält. Ich finde es ein bisschen unnötig, weil das ist so 2016 irgendwie gefühlt. Ich weiß, Ari Petru oder sowas macht das auch öfters oder macht das auch immer noch. Aber ich finde, man muss irgendwie gucken, wie man es anders machen kann. Wobei ich aber sagen muss, dass er es bei sich gut gemacht hat, weil ich kenne das auch, wo manche so richtig dumm da stehen und dann sieht es echt affig aus. So, kommen wir zum nächsten Outfit. Das kommt von Johnny. Ich finde, dass es einfach sehr cool und stimmig aussieht und halt mit seinem Hoodie ein bisschen Farbe reingebracht wird. Er trägt bei seinem Outfit einen orangenen Champion-Hoodie. Als Uhr trägt er, wie er es mir gesagt hat, eine Swatch-Uhr. Auf jeden Fall passt sie auch ganz gut zum Outfit. Seine Hose kommt vom Pull&Bear. Ich finde diese Hosen ganz cool und er hat das auch ganz gut stimmig angezogen. Würde er jetzt zum Beispiel kurze Socken anziehen, finde ich die nicht so gut. Aber mit eben so langen Tennissocken und den Adidas Continental 80, finde ich, sieht das sehr gut aus. Auch zum Beispiel ein High-Top-Sneaker hätte jetzt nicht so gut gepasst, meiner Meinung nach. Aber ich finde, dass so wie er es gemacht hat, das Outfit sehr gut aussieht. Und ich finde einfach den
Hoodie und seine Hose und alles so zusammen sehr stimmig und deswegen meiner Meinung nach ein sehr cooles Outfit. So, das nächste Outfit fand ich auch mal wieder sehr, sehr gut und als ich das Bild gesehen habe, dachte ich mir sofort so, ja, das nehme ich auf jeden Fall ins Video. Und zwar ist es einfach ein cooles, schlichtes Outfit, seine Mütze ist von H&M, er hat eben eine TNF-Napze-Jacket an, seine Hose ist auch wieder so eine aufgefranste, schlichte Hose und er hat eben Air Force One an. Aber ich muss sagen, dass wenn du halt mit so einem Outfit rumläufst, es viel, viel cooler aussieht, als wenn du einfach irgendwie so eine überhypte Kacke an hast. Wobei halt viele Hype-Sachen sind natürlich auch cool. Ich meine, so ein Supreme-Box-Logo oder irgendwie ein Supreme-Tee oder irgend sowas oder irgendwas von Palace oder. Sieht natürlich auch geil aus, aber man muss es halt immer gut kombinieren. Und ich gehe dann lieber mit so einem schlichteren Outfit, wie ich es jetzt schon öfters gesagt habe, mit. Und das finde ich ist einfach mega gut gelungen. Auch sein Foto, wie er sein Outfit halt darstellt, finde ich halt mega cool. Und ja, auf jeden Fall auch großes Shoutout an dich. Ich finde deine Bilder und deine Outfits sehr gut und gelungen. So, kommen wir jetzt mal zu den letzten Outfits. Und zwar ist jetzt der Platz 4 leider noch nicht auf dem Podium, aber ich bin trotzdem schon gut dabei. Und zwar ist es ein Kollege von mir, ein sehr guter Freund sogar von mir. Die einigen OGs unter euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Ich füge ja oben einfach mal Videos ein, die ich mit ihm gemacht habe oder wo er dabei war. Auf jeden Fall trägt er ganz schlichte Converse-Schuhe, dann trägt er Gosha Rozhinsky Socken. Und dann kommt es jetzt. Er trägt einfach eine Malerhose und hat sich halt noch aufs Bein so japanische oder chinesische Schriftzeichen drauf geprintet und trägt wieder einen Gosha Rozhinsky Hoodie oder Crewneck und noch eine Schulterbag. Und ich finde halt einfach, sein Style ist ganz anders, aber er ist irgendwie trotzdem cool und könnte halt auch eine Anregung für euch sein, was man so alles machen könnte. Es ist jetzt ein bisschen crazy und ein bisschen anders und ich weiß auch, dass viele von euch ihn nicht mögen werden wahrscheinlich und sagen, Digga, wer trägt sowas? Oh, mir fällt gerade eine coole Videoidee ein. Dazu werde ich halt nochmal ein Video irgendwann machen. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr cool. Und wenn ich einfach nur meinen Style reinbringen würde, dann wäre es halt ja ein bisschen kacke, weil ich halt dann nur meinen Geschmack nehmen würde. Deswegen versuche ich halt viele coole Styles reinzubringen. Und wenn ich irgendwas meiner Meinung nach Neues sehe, was mir gefällt, dann will ich euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und deswegen ist er Platz 4, weil es halt nicht das, was ich tragen würde, aber was halt cooles anderes ist. By the way, er heißt auf Instagram Leon Merz. Wie gesagt, ist ein guter Kollege von mir und ihr dürft ihn unbedingt mal auschecken. Also macht jetzt nicht so viel auf Instagram, aber macht's trotzdem. So, kommen wir jetzt zum dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch schon mal an dich für den dritten Platz. Und einmal kurz vorab zu dem Outfit. Es ist auch wieder ein anderes Outfit, was ich aber sehr, sehr cool finde. Er trägt halt überwiegend Dad-Schuhe. Ich blende euch mal zwei Bilder oder zwei Outfits direkt ein, die ich beide gut finde. Ich sage jetzt aber nur was zu einem Outfit. Und zwar zu dem meiner Meinung nach etwas schlichteren, aber besseren Outfit. Er trägt halt M2K Techno, also übelst die Dad-Schuhe eigentlich. Dazu einfach schlichte Socken. Dann solche Zara-Pants, also solche, ich weiß nicht, sieht halt so ein bisschen aus wie so Anzughosen, aber eben nicht ganz. Ein schlichtes T-Shirt, eine schlichte Schulterbag, eine Kette, noch so eine Mütze, die nicht über die Ohren geht, sondern hier oben irgendwie stoppt. Und das ist eigentlich so das, was man zum Outfit sagen kann. Ach ja, by the way, er trägt noch eine Breitling-Uhr, die eben auch zum Outfit passt. Und noch ein Dieselgürtel. Also, ich habe das Outfit ausgewählt, weil es mega gut ist und einfach mal was auch Besonderes ist und nicht so dieser ganze normale Basic Schnickschnack. So, jetzt kommen wir zum Platz 2 Outfit. Kleiner Trommelwirbel. Ja, okay, das reicht. Okay. Und zwar ist das ein Mädchen und das ist natürlich auch mal interessant, weil nicht immer nur Jungs irgendwie solche Sachen tragen, sondern auch Mädchen und das ist auch der Grund, warum ich das reingenommen habe und es halt auch sehr cool finde. Und vor allem, dass sich das ein Mädchen zutraut, so zu tragen, finde ich auch sehr cool. Ich blende auch ihren Instagram-Namen mal hier oben ein. Sie heißt Shirina Hanna. Ihr T-Shirt kommt von Stussy, also einfach ein ganz schlichtes, cooles Stussy-T-Shirt, was sie sich eben in die Hose steckt und dann eben in so eine Trackpants von der Off-White X-Nike-Kollabo, was meiner Meinung nach einfach ganz cool aussieht. Und dazu trägt sie natürlich Jordan 1 in der Kollabo mit Off-White und hat eben die lilanen Schnürsenkel drin, was eben auch so ein bisschen zu der Hose matcht. Und wie gesagt, ich muss einfach sagen, dass ich das Outfit ganz cool finde und dass ich es cool finde, dass sie sich das traut. Also, ja, großes Shoutout auch an dich, finde ich ein sehr gutes Outfit und ist auf jeden Fall auch mal was anderes so im Bereich von den Mädchen, so vom Style her. So, kommen wir jetzt zu dem Gewinner und derjenige, der auch das größte Shoutout eigentlich bekommen soll. Ich blende deinen Instagram-Namen hier ein, weil du mir natürlich nicht in die E-Mail geschrieben hast. Auf jeden Fall heißt der gute Kollege Fabian, so wie ich das aus der E-Mail entnehmen konnte. Und er trägt eben einen Off-White Benimi-Hoodie in Rot, den ich meiner Meinung nach eigentlich ganz cool finde, was auf jeden Fall so meiner Meinung nach gut zum Outfit passt. Darunter trägt er halt einfach ein weißes Basic-Shirt, was so dem Outfit nochmal so ein bisschen mehr Variation gibt, weil er dadurch, dass er so ein bisschen layert, sieht meiner Meinung nach einfach ganz gut aus. Seine Hose kommt von Minimal und diesen
abgefuckten, was heißt abgefuckten, aber dass da eben so auch andere Jeans-Töne drauf sind, dass die so eine Rip-Jeans ist, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Erinnert mich an Jaden Smith, an sein Musikvideo, dieses Icon. Und da muss ich sagen, dass ich den Style halt auch mega geil finde, weil das halt einfach irgendwie ein bisschen crazy ist und abgefuckt, aber trotzdem auch irgendwie gut aussieht. Und passend zu seiner Jeans trägt er dann eben noch Converse in der Kollabo mit J.W. Anderson, die eben auch so ein bisschen zu der Hose passen und auch zum ganzen Outfit passen und das ganze Outfit auch so ein bisschen abrunden. Und ja, es war für mich sehr schwer rauszusuchen, welches das beste Outfit war. Anfangs wollte ich es auf Platz 4 oder sowas packen und dann dachte ich irgendwann, nee, ich packe das mal auf Platz 1, weil es irgendwie schon was Besonderes ist, trotzdem noch schlicht gehalten ist und ich feiere halt die Hose mega. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das als gute Begründung sehen könnt, warum ich das Outfit auf Platz 1 packe. Glückwunsch auf jeden Fall an dich, du bist der Gewinner der Outfit Challenge. Kriegst leider nur einen Shoutout sozusagen. In der Zukunft kann man natürlich mal überlegen, ob man den Gewinner einen richtigen Preis gibt oder sowas. Ihr könnt natürlich auch immer wieder teilnehmen und mir andere Outfits schicken und dann suche ich eben das Beste davon raus. Das war's jetzt aber mit dem Video. Ihr seid natürlich alle Gewinner, die jetzt in dieses Video reingekommen sind, und wenn es euch gefallen hat und ihr beim nächsten Mal unbedingt dabei sein wollt, dann fangt jetzt schon mal an, coole Outfits zu machen und schickt sie mir dann, sobald ich das eben machen möchte. Also, falls ihr auch Bock auf solche Videos habt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert das Video und abonnieren, die Glocke anschalten und mich auf Instagram abonnieren, nicht vergessen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.